ist Ralf von der Personal Trainer Akademie. Ihr habt so vielleicht schon ein paar Blog-Einträge von mir gelesen. Ich war so am Anfang ein bisschen mehr darauf fixiert, ein bisschen was zum Thema Fuß zu machen, zum Thema Gehen. Und das habe ich mir einfach mal gedacht, jetzt versuche ich euch ein paar Sachen zu zeigen, die sich damit beschäftigen, wie kriege ich denn meinen Fuß ein bisschen mobiler. Es geht jetzt nicht darum, euch dann das totale Equipment an die Hand zu geben, sondern einfach auch mit vielen einfachen Hilfsmitteln, alles was vielleicht im Studio rumliegt, was euch helfen kann, damit ihr da einfach vorankommt. Grundsätzlich kümmern wir uns heute mal ums Fersenbein, also den sogenannten Calcaneus. Findet sich hier unten. Ist eine ganz, ganz wichtige Struktur. Einfach aus dem Grund, es ist erstmal der größte Knochen im Fuß unten. Er bildet unten auch einen Teil vom unteren Sprunggelenk. Plus über die Achillessehne setzen da ganz viele Flexoren vom Unterschenkel an. Okay? Ich habe mir natürlich ein kleines Opfer gesucht, damit ich da nicht selber schwitzen muss. Das ist einmal der Moritz hier. Hat mir freundlicherweise sein Studio, das er leitet, zur Verfügung gestellt. Wir sind hier im Asporta West in München. Das Studio selber legt auch sehr viel Wert auf funktionelles Training. Eigentlich genau das, was wir eigentlich propagieren und wo wir eigentlich total davon überzeugt sind, dass das eigentlich das Nonplusultra im Training ist. Und er hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass ich ein paar Sachen mit dem demonstrieren kann. Okay, Moritz. Erstes ist, gibt er die Möglichkeiten zum Thema so Faszientraining oder Faszientechnik, das Gelände weich zu machen. Vielleicht hat nicht immer jemand einen Ball dabei oder sagt, zu faul, einen mitzunehmen. Es gibt doch eine andere Möglichkeit, die werden wir uns euch zeigen. Los geht's. Setz dich doch mal bitte einfach ganz bequem auf die Matte hin, Moritz. Dann nimmst du deinen Fuß hier drauf. So. Wichtig ist, es geht darum, diese Struktur hier einfach ein bisschen weich zu machen. Okay? Wir reden hier ganz viel über Gelenkmechaniken. Das heißt, nicht zum einen nur das Gewebe weich machen, sondern auch das Gelenk wieder in die Lage zu versetzen, dass es im optimalen Radius, wo es dafür gemacht wurde oder hergestellt wurde oder wie es eigentlich die Anatomie von dem Gelenk eigentlich vorsieht, dass es da eigentlich wieder arbeiten kann. Erste Technik, können wir ganz einfach mal hier eine Kettlebell hernehmen. Ich habe es im Modus vorher schon gezeigt, deswegen muss ich nicht so viel erzählen. Schnapp dir doch mal die Kettlebell bitte. Gib einfach mal von oben Druck auf die Kettlebell drauf und stell dir vor, du streichst das Gewebe, das Fußgewölbe, die ganzen Faszienstrukturen, die mittleren Strukturen oder die medialen Strukturen hier, streichst du einfach in die Richtung aus. Das heißt, es ist wie eine Art Wischbewegung, die hier stattfindet. Genau. Eine Möglichkeit der Weichmachung vom Gewebe. Die zweite Technik, da fängt der Moritz jetzt gerade an, ist eine sogenannte oszillierende Technik. Findet Anwendung zum Beispiel in einer klassischen Akupressurtechnik. Das heißt, ich gebe durch kleine Vibrationen oder der Moritz hat hier Drehbewegungen, die er ausführt, gibt er dem Gewebe noch einen anderen Impuls, dass es wirklich schön aufmachen kann. Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, dass ich jetzt bei meinem Kunden bin und wirklich im Personal Training ihn natürlich auch assistieren kann, kann ich ganz gut sagen, okay, geh hier zurück, nimm deine Hände rückweg. Das heißt, ich kann die Technik selber machen, habe von oben natürlich noch mehr Druck, den ich aushalten kann. Gibt leichte oszillierende Technik, fragt meinen Kunden, wie geht's dir dabei? Wunderbar. Wird natürlich vielleicht ein bisschen schmerzhaft manchmal sein, ist aber nicht so schlimm, der Moritz hält es aus. Sicher. Genau. Eine Möglichkeit, das Gewebe weich zu machen. Bitte nicht übertreiben am Anfang. Ich sage, Bälle sind natürlich eine bessere Möglichkeit, aber vielleicht liegt ja nicht unbedingt immer ein Ball rum. Und wir als Personal Trainer sind vielleicht auch ganz froh, wenn wir nicht immer 100.000 Sachen einfach mitnehmen müssen. Gut. Die zweite Möglichkeit. Geht es wirklich da, befasst sich wirklich damit, das Gelenk an sich frei zu machen. Der Erfolg von uns als Personal Trainer lebt natürlich auch davon, dass wir nicht nur in der Stunde mit dem Kunden was machen, sondern dass wir dem vielleicht auch ein bisschen Hausaufgaben geben. Das heißt, je besser der seine Hausaufgaben macht, das heißt, wir nehmen dann die Eigenverantwortung, desto besser wird auch der Trainingserfolg sein. Das heißt, wenn wir dann das nächste Mal bei ihm sind für eine Stunde, wird er wahrscheinlich definitiv Verbesserungen spüren an sich, was wir dazu nutzen können, einfach wieder einen super schönen Trainingsreiz zu setzen. Denkt immer dran, wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Zeit. Beim Kunden 60 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, und je weniger Zeit wir darauf verwenden müssen, solche Sachen mit ihm zu machen, desto mehr können wir uns wirklich ums intensive Training kümmern. Also Moritz, wichtig ist ja, dass du mit einer Hand bitte deinen Calcaneus hier wirklich fixierst, der soll sich nicht bewegen. Du bringst deinen Fuß in eine Dorsiflexion hier, hältst es hier fest, genau, und dann beginnst du eigentlich wirklich am Gelenk, ich sag jetzt mal zu nackeln, das heißt, das Gelenk hoch runter zu bewegen, genau, wieder runter das Ganze,
genau. Ruhig mit ein paar Impulsen auch nach oben arbeiten. Wichtig ist, ihr könnt dabei nichts kaputt machen, okay? Außer es hat jetzt wirklich jemand schon massiv beruhigt, ja? Massive Probleme vielleicht irgendwo. Dann ist es natürlich immer eine Geschichte, abklären, was der Arzt dazu sagt. Nochmal vielleicht jemanden zu Rate ziehen, der wirklich eine komplette therapeutische Ausbildung hat. Aber grundsätzlich kann man hier nichts verkehrt machen. Einfach mal selber ein bisschen schauen. Und jetzt wird dann gleich sicherlich merken, dass das Gelenk freier wird. Und Gelenkfreiheit schützt natürlich auch davor, ich sage jetzt mal Schlagwort Arthrose. Arthrose ist ein Hauptproblem, wenn wirklich einfach die Gelenkflächen aufeinander reiben. Und dadurch, dass wir das Gelenk wieder frei machen, können auch die Muskeln wieder besser arbeiten. Das heißt, es ist immer ein Gesamtkonzept, was bearbeitet oder abgearbeitet werden sollte. Sehr gut. Das war jetzt quasi mit seiner Hand als Hilfsmittel. Jetzt machen wir noch das dritte, was ich euch gerne zeigen möchte. Moritz, möchtest du mal bitte aufstehen? Der Fokus wird jetzt vor allem auf die Füße von Moritz gleich sein. Das heißt, ich will jetzt von ihm, dass er in einen sogenannten Zehenspitzenstand geht. Das heißt, die Fersen kommen nach oben. Wichtig ist hier, dass die Füße bei der Bewegung komplett am Boden bleiben. Die Zehen besser gesagt. Das heißt, ich als Trainer habe jetzt hier die Aufgabe, dass er nicht auf die Außenseite kippt oder auf die Innenseite kippt. Gleichzeitig mache ich natürlich ein bisschen was für die Balance, fürs Gleichgewicht. Wodurch das eigentlich, denke ich mal, klar ist, dass es vielleicht nicht für jeden geeignet ist, wenn er nicht so stehen kann. Das heißt, die Fersen sind jetzt dann in der Luft hier. Das ist natürlich vielleicht für die Dame oder den Herrn im fortgeschrittenen Alter, der das für Probleme hat, eher eine Technik, die hier nicht sein würde. Wir haben ja auch viele Klienten, denen das sowas auch gut tut. Okay, Moritz, ein bisschen enger stellen bitte. Und? Genau, perfekt. So, jetzt gehst du ein bisschen in die Knie runter. Das kannst du gleich in die Kniebeuge. Knie oder perfekt. Knie ist perfekt so. Und jetzt beginnst du quasi zu rotieren. Genau, du rotierst nach links und du rotierst wieder nach rechts. Sehr gut. Also wie ihr seht, macht der Moritz super. Das heißt, seine Zehenspitzen bleiben auf der linken und auf der rechten Seite komplett am Boden. Und ich will eigentlich so eine Gelenkverschiebung von ihm haben. Okay? Das heißt, das Gelenk macht in der, hier, wenn ich das hier unten, ist das Sprunggelenk oben, Unterschenkel ist hier. Das heißt, es wird eigentlich durchbewegt hier. Das ist quasi die Aufgabe, die er hat. Da der Moritz ein starker Typ ist und er vielleicht sagt, ja, braucht ein bisschen mehr Impuls, kann ich ihm natürlich auch einfach mal eine Kettlebell in die Hand geben. Dankeschön. Damit er hier arbeiten kann. Genau. Drückt er schwerer. Genau, gibt einfach ein bisschen mehr Druck. Trotzdem schaue ich natürlich auf seine Technik oben. Das heißt, bitte nicht, auch wenn er sagt, oh, ich bin so motiviert, unten was zu machen, die Haltung, die der Klient jetzt oben hat, bitte vernachlässigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Moritz hat jetzt hier schönen geraden Rücken, die Brust kommt schon raus vorne. Genau. Und wenn ihr seht, dass ihr vielleicht am Limit ist zum Thema Stabilität, was bitte nicht so ist, zum Thema Stabilität oder kann er nicht mehr, und er würde einfach irgendeine Sache jetzt falsch machen von der Haltung im Rücken, dann bitte lieber aufhören. Denkt dran bitte nie an den Spruch, immer Qualität vor Quantität, bitte. Okay, ich hoffe, wir haben zum Anliegen bekommen. Mehr gibt es vielleicht nächstes Jahr. Wir arbeiten gerade an einem Mobility-Seminar, wo dann eigentlich ganz viele solche Sachen mit einfließen werden. Und danke nochmal, Moritz. Okay. Und wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Dankeschön.